Ahoi ihr da draußen. Heute gibt es mal einen kleinen Bericht aus Leipzig. Wir sind hier im ehemaligen Stadtbad von Leipzig, wo ich jetzt ja seit diesem Jahr Kurse auch mache. Zwei fortgeschrittene Kurse hat man schon. Heute machen wir mal einen Einsteigerkurs. Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen die Location, so die geilsten Orte hier, die geilsten Räume, wo wir was machen. Und schaut es euch mal an. Das ist geiles Ding, also ich liebe es. Eingang. Alleine das ist schon richtig geil. Also ihr seht es hinter mir. Und hier kann man eine wunderbare Basis aufbauen. Das Schöne ist, Leipzig hat Strom. Ich brauche mal einen kleinen Stromrüttler nicht. Und ja, wir haben hier sogar Toiletten. Aber die zeige ich euch nachher gleich noch, weil die sind richtig, richtig cool. So, hier seht ihr mal wieder die Basis. Wir haben heute Einsteigerkurs, deswegen ist nicht ganz so viel mit. Aber so die wichtigsten Sachen sind natürlich wieder dabei. Ja, das hier ist irgendwie die Bar. Sieht irgendwie echt Porno aus. Also wo soll man mal sowas machen? Und hier ist, ja, wer kaputt ist vom Workshop, der kann sich hier schön ausruhen unter dem wunderbaren Kronleuchter. Und eine kleine Runde schön. Ist schon, also allein das hier ist geil. Aber ich würde mal sagen, ich zeige euch mal als erstes, wo wir Bilder machen. Wie die Location ausschaut und ja, kommt mal mit, wir gehen mal rein. Einiges machen. Diese Schwimmbalken, das lädt eigentlich dazu ein. Und wenn ihr euch mal diese Decke anguckt, genial mit den Säulen dort oben und den Figuren da ganz vorne. Das ist schon schick. Aber so ein Bad ist natürlich auch schwierig. Es ist halt, ja, man muss immer gucken. Gerade so diese Schwimmbecken, weil es sehr tief ist und von der Position her da in den Schwimmbecken was reinzumachen, ist für einen Lightpainter doch etwas knifflig, aber. Kriegen wir gut hin. Da oben kann man übrigens auch stehen. Da, hinter mir. Und ich glaube, ich zeige euch mal kurz den Blick von dort oben. Das ist halt das Coole. Hier habt ihr drei Blickwinkel. Ihr könnt von unten, vom Becken aus fotografieren, vom Beckenrand und von oben. Aber guckt mal kurz, wie es von oben ausschaut. War, weißt du mal, dass ich so spontane Ideen habe? Ich habe gerade eine sehr spontane Idee. Da drüben, guckt euch mal diese Kabuffe an, wo man durchleuchten kann. Auf den Gängen was machen. Ich glaube, wir lassen mal heute wieder ein bisschen die Kreativität walten. Und machen wir mal spontane Light Paintings. Also heute ist der Einsteigerkurs. Wir fangen beim Urschleim an. Aber allein da kann man schon richtig coole Sachen machen. Gehen wir mal weiter zum Herzstück.
Eins muss ich euch ja noch zeigen. Jedes Mal, wenn ich hier durch diesen Gang durchgehe, ich erschrecke mich irgendwie jedes Mal, obwohl ich es schon x-mal gesehen habe. Achtung. Guck mal meinen kleinen Kumpel an. Ist schon ein bisschen gruselig. Der guckt doch so ein bisschen. Ja. Er bewacht das Ganze hier. Weiter geht's. So, der Saunabereich, der Eingangbereich von der Sauna, alles schön orientalisch gehalten. Und vielleicht bin ich auch mal ein Träumchen hier. Mann, Mann. Ja, hier machen wir auch schöne Paintings. So beim Einsteigerkurs und so und beim Fortgeschrittenen machen wir auch hier oben ein paar Kugeln. Ja, beim Spezialkurs gibt es hier richtig Remi-Demi hier oben. Mit Nebel und mit Jupe und die Steffi, die zeige ich euch nachher nochmal, die Model für uns ist. Und ja, guckt euch doch mal diese geile Location an. Schon richtig, richtig schön. Aber hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, der Pyro geht hier nicht. Und ja, aber wo hat man denn mal sowas Schönes? Mann, Michel. Boah, so. Also, nochmal ein kleiner Schwenk, damit ihr nochmal seht. Ja, was war hier für einen geilen Raum. So vor allem hier dieser Blickwinkel, finde ich richtig schön. Wenn man dann da vorne hier in diesem Becken bei den Säulen ein bisschen was macht. Schön Freestyle, also für Freestyle ist dieser Raum wirklich 1A. Diese ganzen Säulen darauf spiele ich ja auch schon echt. Wo man sich austoben kann, alles noch super, super top erhalten. Und naja, ihr kennt es ja. Ich biete es ja immer wieder an. Nach den Kursen könnt ihr die Räume alle noch nutzen. Könnt ihr hier noch Light Paintings machen. Stellt mein Equipment gerne euch zur Verfügung, dass ihr dann noch was macht. Und einfach mal das Erlernte von den Kursen dann nochmal durchprobiert. Und hier kann man sich wirklich austoben. Wir haben hier so viel Fläche. Ich glaube, wir fahren jetzt hier um die 3000 Quadratmeter, die wir an Fläche haben. An Raumfläche. Man verläuft sich jetzt ein bisschen. Ich habe auch noch nicht jeden Raum gesehen, weil das so verdammt riesig ist. Aber Solarium. Geil, guck mal hier. So, perfekte Solarium-Bild, oder? Kommt fast. Naja, lass mal das. So, da wir ja heute das erste Leipzig-Video machen, darf ich auch meine Teammitglieder jetzt mal vorstellen. Die mit den coolen Jacken. Kuckuck, da hüpfen sie schon. Wer ist wer? Das ist die Shelby, das ist die... Sieht man euch? Ja. Steffi? Ja. Bei den Spezialkursen habt ihr sie als Model? Sie? Sie? Ich glaube, die waren schon zu oft mit mir unterwegs, ich weiß auch nicht. Ich glaub, wir haben Spaß, oder? Haben wir Spaß? Ja. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, das Besondere eigentlich... Oh, ich bin ein bisschen hell, ne? Ja, das Besondere eigentlich an dieser Location ist, dass sie hier als Veranstaltungslocation auch genutzt wird. Deswegen gibt es hier natürlich Strom und deswegen haben wir hier auch den Luxus mit den Toiletten. Ich bin jetzt hier gerade mal im Veranstaltungsraum. Riesengroß. Ich glaube, hier können ganz gute Partys stattfinden. Wo wir schon mal hier sind, muss ich euch jetzt natürlich auch diese Toiletten zeigen. Ups. Weil Lost Place Toiletten hat man ja nicht so oft. Sonst haben wir mal Dixie-Klo. Oder halt unseren Freund de Busch. Aber die Klos, nicht verkehrt. Ich hoffe, hier ist gerade keiner drin.
Ja, kann man mal machen, würde ich sagen, oder? Also, wenn man Lost Place schick aufs Örtchen geben möchte, hat hier die Möglichkeit.